Die Klimaerwärmung betrifft uns alle. Aber was kann man dagegen tun? Zum Beispiel Energiesparen und erneuerbare Energien nutzen anstelle von Kohle, Gas oder Öl. Aber was bedeutet das fürs Heizen von morgen? Die kommunale Wärmeplanung gibt Antworten darauf. München hat seit kurzem einen kommunalen Wärmeplan. Das ist ein Riesenschritt auf dem Weg in eine bezahlbare und klimaneutrale Wärmeversorgung. Und Herzstück ist eine Wärmekarte, die im Geoportal frei zugänglich ist. Und da können sich die Münchnerinnen und Münchner informieren, welche erneuerbare Wärmequelle an ihrem Standort besonders geeignet ist. Und wir haben in München einfach mit dem geothermischen Schatz im Untergrund besonders gute Voraussetzungen. Wir haben aber auch noch viele andere Alternativen und das Referat für Klima- und Umweltschutz. Wir unterstützen natürlich die Bürgerinnen und Bürger ganz tatkräftig. Wir gehen in die Quartiere nach und nach und bieten eine kostenlose Erstberatung an. Wir helfen auf diesem Weg in eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Und wir unterstützen natürlich auch finanziell. Wir haben ein Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude und unterstützen die Bürgerinnen auf ihrem Weg in eine bezahlbare und auch klimafreundliche Wärmeversorgung. Fürs Erreichen der Klimaziele Münchens ist die klimafreundliche und bezahlbare Wärmeversorgung ein zentraler Baustein. In erster Linie ist das die Fernwärme der Stadtwerke München. Als Teil des Münchner Wärmeplans haben die SWM einen Transformationsplan für die Dekarbonisierung der Fernwärme erstellt. Mit unserem Transformationsplan zeigen wir auf, wie wir bis 2040 unsere Fernwärme CO2-frei machen können. Aktuell haben wir dafür 6 Geothermieanlagen am Laufen. Die 7. wird gerade gebaut. Und um das zu schaffen, werden wir noch sehr, sehr viele weitere Anlagen bauen. Das heißt, im Moment gehen wir von 10 Anlagen aus, etwa 50 Bohrungen. Und damit werden wir schon einen sehr, sehr großen Teil der Fernwärme dekarbonisieren. Parallel dazu wird das Münchner Fernwärmenetz weiter wachsen. Wir werden natürlich die Fernwärme auch in diesem Transformationsplan natürlich weiter stärker ausbauen. Also neben der Wärmeerzeugung selbst werden auch die Netze ausgebaut. Das heißt, aktuell haben wir 1000 Kilometer Fernwärmenetz. Das ist einmal von Garmisch nach Flensburg, wenn man sich das mal räumlich vorstellt. Dazu werden noch mal 600 Kilometer kommen, um die ganzen Kundinnen und Kunden anzuschließen und zu verdichten. Also das ist auch nochmal eine Strecke München-Berlin. Also Sie sehen, wir haben sehr, sehr viel vor und werden das Netz nochmal sehr stark erweitern. Die Stadtwerke München nehmen damit eine führende Rolle in der lokalen Wärmewende ein. Sie machen den Münchnerinnen und Münchnern auch abseits der Fernwärmegebiete Angebote für eine zukunftsfähige Heizung. Wir stehen natürlich den Kundinnen und Kunden auch beratend zur Verfügung. Es gibt da die kommunale Wärmeplanung. Über das Geoportal kann jeder Kunde einsehen, welche Lösung zur Verfügung steht, was ist die beste und was ist die wirtschaftliche Lösung für das verschiedene Gebiet, in dem man jetzt eben gerade auch wohnt. Und da kann natürlich jeder Kunde sich auch informieren. Neben der Fernwärme wird man bei den Stadtwerken auch Wärmepumpen beziehen können. Also das heißt, wir sind eben mit einem kompletten Angebot für die Kunden verfügbar. Eine Informationsseite mit einer interaktiven Karte zeigt, wo die Fernwärme ausgebaut oder wo ein Wärmenetz untersucht wird. So lassen sich Heizungsentscheidungen frühzeitig planen. Heute sind wir bei 2/3 Verbrennung von Öl und Erdgas und 1/3 Fernwärme. In der Zukunft dreht sich das Verhältnis. Wir werden 2/3 Fernwärme haben und 1/3 Umweltwärme über Wärmepumpen. Wir bieten umfangreiche Informationen rund um Heizungstausch und Gebäudesanierung, aber auch die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Versorgungslösungen auf unserer Website rethink-münchen.de. Und ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist natürlich unser Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude. Damit unterstützen wir den Weg in eine klimafreundliche und bezahlbare Wärmeversorgung auch finanziell beim Heizungstausch, aber auch bei der Gebäudesanierung. Informationen zur Münchner Wärmeplanung, zu Förderprogrammen und Antworten auf viele Fragen finden Sie auf der Rethink München Website des Referats für Klima- und Umweltschutz.